Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir eine Fußfessel aus den USA. Wir kommen zunächst hier zur Beschriftung. Wir haben auf der Seite nichts und auf der anderen Seite dann Trademark Rec US Pat Off und hier dann das Logo von Smith & Wesson. Auf der Rückseite die Modellbezeichnung M1900. Made in USA, Marcas Registradas, Smith & Wesson, Newton, ME. Und die andere Fessel trägt nur die Seriennummer 302096. Ja, weitere Markierungen oder ähnliches haben wir nicht, was die Fessel relativ besonders macht. Oder wir nehmen hier die andere Seite. Wir gucken uns zunächst einmal die Form an, die hier recht speziell daherkommt. Wir haben hier den typischen Smith & Wesson Schlosskasten. Der kommt hier leicht trapezförmig, sehr abgerundet daher. Wir haben hier diese Einstanzungen als Vernietungen. Hier haben wir dann den Pin für das Schlüsselloch und hier unten dann noch einen Niet, der die Schlossfalle hält. Weiterhin haben wir hier das Loch zum Setzen des Double Locks. Wenn man quasi dieses Blech nach oben schiebt, wird der Double Lock gesetzt. Und wir haben hier auf beiden Seiten diese Auswölbungen, die den Drehwirbel beherbergen. Und der Drehwirbel ist hier drehbar gelagert mit ein wenig Spiel. Macht aber einen guten Eindruck. Daran befestigt ist dann dieser verschweißte O-Ring. Und an dem verschweißten O-Ring ist dann eine in sich gedrehte Kette angebracht mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Kettengliedern insgesamt. Ja, dann schauen wir mal weiter und kommen hier auf die Seite. Wir sehen, dass das Ganze hier dreilagig angefertigt wurde. Wir haben also zweimal diese Außenlagen, die dann den Schlosskasten verschließen und hier in diesem doppelläufigen Fußschellenflügel hindurchlaufen. Und hier in der Mitte haben wir dann ein breiteres Stück, ein dickeres Material, welches den Schlosskasten umrahmt. Der doppelläufige Flügel, der läuft dann hier herum, weitet sich so ein kleines bisschen hier unten. Das ist durchaus normal. Aufgrund der Länge kann man ihn nämlich ein kleines bisschen auch zusammendrücken. Aber es macht schon alles einen sehr stabilen Eindruck. Er läuft dann hier quasi so ein bisschen gewölbt herum, wird hier unten einmal dicker, dann wieder schmaler. Hier am Ende haben wir eine Abrundung mit einem Niet, der auf beiden Seiten hier dann erhaben daherkommt. Daran befestigt ist der Fußschellenbügel. Dieser läuft hier fast geradeaus, schwingt dann ein bisschen rum, wird breiter und geht dann hier Richtung Zahnstange fast komplett in der Kurve, ein bisschen mehr als 90 Grad sogar herum. Damit kommen wir schon zum Geräusch der Fußfessel. Ihr merkt, es läuft schon relativ hakelig. Also man muss ab und zu mal ein bisschen mehr Kraft aufwenden, was natürlich hier aufgrund der Größe auch daraus resultiert. Wenn man jetzt mit einer gewissen Kraft, aber man möchte sich ja nicht wehtun, ne, mit einer gewissen Kraft hier rangeht, dann geht das natürlich schon in eins durch. Wir haben, wenn wir uns das genauer anschauen, auf dem Bügel, der dann hier rumläuft, zwei Führungsrillen auf diesen beiden Seiten und die laufen natürlich hier durch diese Einstanzung hindurch, um ein gewaltsames Aufziehen der Fußfessel zu erschweren. Weiterhin haben wir das Ganze hier vorne so ein bisschen angespitzt, dass wir besser die Schlossfalle treffen, das sehen wir hier. Und hier haben wir so einen kleinen Bereich, der quasi wie so eine Rampe in beide Richtungen hier fungiert. Und das ist ein kleines Sondergimmick, die Fußschelle erstmal einrasten lässt, aber man kann sie trotzdem nochmal öffnen, solange sie nicht weiter zugedrückt wird. Entschuldigung. Und das Ganze geht dann hier mit der Zahnstange los. Die ist nicht nur gut entgratet, sondern auch ein bisschen abgerundet. Und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Zähne. Und hier oben wieder so eine kleine Rampe.
Und die hat den Hintergrund, wenn man das Ganze nämlich hier von der anderen Seite aufzieht, dann ist diese kleine Rampe in der Schlossfalle, drückt die Schlossfalle zurück. Das ist quasi die engste Stellung. Mit der fangen wir jetzt gerade natürlich auch mal an. Und die hat ca. 6,3 cm. Und die größte Einstellung, das ist dann diese hier, also das erste Klacken quasi. Jetzt bin ich hier schon ein bisschen platzmäßig in Schwierigkeiten. Dort haben wir 10,35 cm. Schauen wir weiter, kommen wir zur Schlossfalle. Die Schlossfalle ist hier zu sehen. Das ist eine einfache mit drei Zähnen. Und hier unten haben wir dann natürlich auch den Niet, der die Schlossfalle hält. Jetzt kommen wir zum Schlüssel. Das ist hier in dem Fall ein originaler Smith & Wesson Schlüssel. Wir sehen es an der Aufschrift. Der Schlüsselkörper ist um einiges dicker als bei normalen Handschellenschlüsseln, was hier von guter Qualität zeugt. Hier hinten haben wir einen Pin, der angesetzt ist zum Setzen des Double Locks. Und hier vorne dann den Schlüsselhals. Der ist rund mit einem Loch vorne drin und einem einfachen Schlüsselbart. Wenn die Handschelle angelegt ist, kann man sie natürlich double locken, das ist immer besser. Und dazu setzt man diesen Pin hier unten unter dieses Blech und schiebt das Blech Richtung Schlüsselloch. Jetzt ist das Blech verschwunden, der Double Lock gesetzt und wir haben hier ein recht minimales Spiel von noch nicht mal einem Millimeter, würde ich sagen, und die Handschelle ist verriegelt. Auf der anderen Seite geht das natürlich genauso. Habe ich Handschelle oder Fußschelle gesagt? Ich glaube, ich habe Handschelle gesagt. Nein, Fußschelle natürlich. Und auch hier ist das Ganze verriegelt. Um das Ganze jetzt zu öffnen, wird wie bei der Handschelle auch von Smith & Wesson der Schlüssel eingesetzt, Richtung Kette gedreht und bei ca. 11 Uhr merken wir einen Widerstand. Jetzt ist der Pin hier zurückgesprungen oder das Blech und drehen wir in die andere Richtung, haben wir bei 16 Uhr einen Widerstand und da können wir die Fußschelle dann komplett öffnen. Wir sehen das hier auch nochmal im Licht, wie der Schlüssel die Schlossfalle zurückzieht. Und auf der anderen Seite natürlich geht das auch im Schnelldurchlauf. Schon wieder runtergefallen. Einmal Schlüssel einsetzen Richtung Kette, Double Lock entfernt, andere Richtung, Fußschelle offen. Zu guter Letzt kommen wir noch zum Gewicht. Und das Gewicht liegt hier bei 626 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.